erfolgreich imitiert, noch als Rapidspieler, als er Trainer war. Können Sie uns vielleicht die Reaktion des Otto Baric auf diese Entscheidung kurz mitteilen? Ja, schauen Sie, ich bin natürlich riesig enttäuscht, denn ich habe geglaubt, ich werde in Österreich mal Nationalteam-Chef, aber leider, diese Herren in der FB hat mir nicht Chance gegeben und ich bin sehr, sehr böse. Böse sind Sie auf den Otto Baric sicherlich nicht. Ich danke Ihnen für diese Schmunzleinlage zum Schluss unserer langen Europacup-Sendung. Ihnen zu Hause danke ich für Interesse. 2 Stunden Fußball-Europacup sind damit vorbei. 2 sehr erfolgreiche Stunden. Wenn Sie das ein oder andere Tor nochmals sehen wollen, es gibt dazu Gelegenheit. Heute ab 16.15 Uhr in FS2. Da zeigen wir nochmals kurz Zusammenfassungen der heute gesehenen Spiele und auch die schönsten Tore aus den anderen Partien in dieser ersten Europacup-Runde.